So, weiter geht's. Hier erwartet. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Ich hab dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewahrst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? So, genug gelabert. Da ist Krieg. Yeah.
es war ja nur der Krähenvater. So, ein bisschen Gold, Erfahrung. Lauf weg. Selber schuld. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse starben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse, aber nicht deine. Universums wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis, wurde Tod in sein Verderben geschickt. Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter, du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist das nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. So, bis hierhin erstmal. Wenn euch das gefallen hat, kauft's euch. Tschüss.